Auf die habe ich schon gewartet, auf die Frage. Ja, wir sind nicht da, um uns zu drücken, oder? Herr Monatzähler ist der Nächste. Ich bin der Nächste. Ja, es ist in der Tat ein Problem, was die ISA-Nutzung betrifft. Wir haben sie wunderschön hergerichtet. Leider geht man nicht so um, wie wir uns das vorstellen damit. Allerdings muss ich auch sagen, dass es nur ein Teil der Nutzer ist. Es sind nicht alle, die am Wochenende an der ISA liegen, die dann ihr Zeug stehen lassen und dann nach Hause gehen und sagen, nach mir die Flut, Sintflut. Also so ist es nicht. Das muss man auch einmal deutlich machen. Aber das ist wie beim Radlfahren. Du hast 10% Verrückte, die machen das Image des Radlfahren kaputt, und du hast 10% Verrückte an der ISA, die machen das Image der ganzen Nutzer kaputt. Und deswegen ist natürlich wichtig, über Aufklärung und entsprechende Aktionen dafür zu sorgen, dass dieses Bewusstsein, hier nutze ich was, was mir gegeben wurde, auch von der Stadt, und ich gebe es auch wieder zurück, so wie ich es in Empfang genommen habe. Und deswegen laufen da eine ganze Reihe von Aktionen, nicht nur, dass wir verstärkt haben das ganze Aufstellen von Müllkörben, nicht nur, dass wir regelmäßig, gerade an Wochenenden, die Müllkörbe auch leeren, dass sie nicht überquellen, aber wir glauben, das auch mit der Unterstützung einer pfiffigen Aktion machen zu sollen. Nämlich Deine ISA ist ein bisschen schräg rübergekommen in den letzten Tagen in der Zeitung. Ihr kennt ja auch dieser Sexismusvorwurf. Mir gegenüber gab es angeblich in rosa Hotpants gekleidete junge Frauen, die darauf hinweisen, dass die Männer ihren Müll wieder weg mitnehmen sollen. So ist es natürlich nicht gedacht. Gedacht ist, und da gibt es ja übers Internet jede Menge Anmeldungen von Freiwilligen, übrigens Männer und Frauen, die dann mit der Rikscha die ISA entlangfahren und einfach darauf aufmerksam machen, Leute, bitte nehmt euren Krempel wieder mit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um in diesen präventiven Maßnahmen, in diesen Maßnahmen in Form von Gesprächen dafür zu sorgen, dass das sauberer wird. Aber wenn es schwieriger wird, dann muss man sich auch punktuelle Maßnahmen überlegen, wo man dann halt auch mal ein paar Bußgelder dafür bezahlen muss, wenn man seinen Krempel einfach liegen lässt. Frau Nalliger. Also ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich in der Bewusstseinsbildung, und da sind Kampagnen schon gut. Ich habe aber noch eine ganz andere Idee. Ich würde einen Begriff finden, ich bin jetzt keine Werbefachfrau, aber so in Richtung Naturpark, ISA. Ich würde Eingangssituationen zu den Toren zur ISA schaffen und sagen, hey Leute, Münchnerinnen und Münchner, alle, die ihr hierher geht, das ist unsere tolle ISA, die unsere Stadt so qualitätsvoll macht, wo uns so viele beneiden. Hier geht der Naturpark los. Bitte passt auf, geht sorgsam hiermit um. Denkt dran, wenn ihr euren Müll wegschmeißt. Also ich glaube, wenn wir das Schutzwürdige und das Besondere der ISA hervorheben, und da tragen auch die Zeitungen bei, vielen Dank, wenn Sie da kräftig drüber schreiben, was das für ein Problem ist. Das glaube ich, diese Bewusstseinsschaffung ist sehr wichtig. Und ich glaube, wenn wir wirklich das schaffen, die ISA als so ein Naturpark für München zu deklarieren, und das auch in der Eingangssituation schon ganz deutlich ist, dass dann ganz viel in den Köpfen der Besucher abgehen wird. Herr Hölling. Ja, neben den genannten Maßnahmen möchte ich als Letzter. Also erstmal rate ich zu mehr Gelassenheit. Sicher ist es gut, wenn die Presse das aufgreift, aber man muss auch sehen, wie war es in der Vergangenheit. Also man sollte da schon auch ein bisschen das Angebot ansehen. Ich wohne direkt am Hirschgarten. Da gibt es schlicht und ergreifend einfach zu wenig Müllcontainer. Sind dort ein Neubauviertel hingeklotzt worden und man hat vielleicht einen Müllcontainer mehr aufgestellt. Die Leute sind guten Willens. Es ist erstmal die Frage, was ist da an Angeboten? Und dann muss man einfach auch mal warten, wenn so eine Nachricht durch die Presse gejagt wurde. Dann muss ich das Angebot schaffen. Ich kann sicher ein Bewusstsein schaffen dadurch, dass ich das anders ausweise, dass ich vielleicht den Zugang auch ein bisschen offizieller mache. Von pfiffigen Aktionen halte ich persönlich immer sehr wenig, auch beim Thema Radverkehr kann das einfach sehr schnell dazu führen, dass man hinschaut und nur noch redet über die angeblichen 30% Radlrambus, die es in meiner Erfahrung gar nicht gibt. Man sollte sehr viel mehr mal über die Autorambus reden, und genauso muss man da einfach schauen, klar braucht man restriktive Maßnahmen, dass man die Leute dann auch zu einem Bußgeld verdonnert, wenn sie das machen. Aber ich bin einfach dafür, dass man sehr viel strikter schaut, was bringt ganz konkret was. Sie glauben an das Gute im Menschen.
Sie glauben an das Gute im Menschen. Sonst wäre ich nicht hier. Der war gut. Es sind viele Fragen im Zettelkasten, die um Mobilität und Wohnen gehen. Wir haben darüber auch jetzt wirklich schon, glaube ich, viel gesprochen. Deshalb habe ich jetzt eine rausgegriffen, die in eine ganz andere Richtung geht. München war mal die Stadt der Bewegung. Das NS-Doku-Zentrum kommt spät und läuft nicht professionell. Kann man jetzt streiten drüber. In München gilt weiterhin das Verbot des Verlegens von Stolpersteinen. Was werden Sie tun, um das zu ändern? Oder werden Sie überhaupt was tun, um das zu ändern? Sie sind dran, Frau Nallinger. Also als Oberbürgermeisterin habe ich natürlich viel mehr Einfluss als jetzt als einfache Stadträtin. Und ich finde es ein sehr, sehr gutes Projekt. Es ist ein grünes Projekt, das wir vorantreiben, auch im Stadtrat. Ich glaube, dass wir Bewusstsein schaffen müssen, dass wir daran erinnern müssen, dass man darüber stolpern muss. Ich verstehe es überhaupt nicht, dass wir uns da so schwer tun. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch in anderen Bereichen sensibilisieren müssen, dass wir in der Stadt schauen müssen, was wir sonst noch an Projekten umsetzen können und ein Bewusstsein dafür schaffen. Aber ganz klar, die Stolperscheine ist ein gutes Projekt. Ich würde das sehr unterstützen und ich bin überzeugt, dass ich die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat davon überzeugen kann. Ja, also ich würde da auch vor allem für eine Mehrheit werben, weil das ist ein Thema, was man nicht mit sogenannten demokratischen knappen Mehrheiten entscheiden kann, dass einfach eine ganz knappe Mehrheit einfach beschließt, das wird jetzt gemacht und man nicht Rücksicht nimmt auf die Befindlichkeiten derer, die aus guten Gründen oft Probleme damit haben. Ich finde es eine sehr, sehr tolle Aktion. Ich habe auch von Anfang an die Aktiven immer bewundert, die das gemacht haben. Ich kann aber auch Betroffene, die selber in der Familie Menschen verloren haben im Dritten Reich, verstehen, dass sie Gründe dagegen aussprechen. Und die muss man mit ins Boot nehmen. Ich finde es eine wichtige Aktion, weil ich die Erinnerung in dem Bereich unendlich wichtig finde, aber sie darf nicht alleine sein. Sie muss neben Aktionen stehen, neben kraftvollen Aktionen, dass sowas nie wieder passiert. Wie wir die Schülerinnen und Schüler wirklich stark machen, dass sie jedem Ansatz von Minderheitenausgrenzung, von Abwerten von Menschen aufgrund ihrer Herkunft mutig entgegentreten, sich dann nicht als Gutmenschen beschimpfen lassen oder was es sonst noch für ein widerliches Vokabular in dem Bereich gibt, sondern dass sie von Anfang an Nein sagen, wenn hier solche Tendenzen da sind. Also ich kann das nur unterstützen, sowas kann man nicht mit Mehrheiten beschließen, sowas kann man nur im Konsens beschließen. Wir haben dieses Thema im Stadtrat rauf und runter diskutiert. Da gibt es viele Empfindlichkeiten, da gibt es viele Sensibilitäten und deswegen kann man das einfach nicht mit einfacher Mehrheit oder größerer Mehrheit, was auch immer, beschließen. Ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage, vor allen Dingen, was Ältere betrifft. Die haben meist Schwierigkeiten mit dem Thema. Ich kann mich in der Diskussion an einen Satz erinnern, der bei mir hängen geblieben ist, weil ich den Satz aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern kannte. Da war nämlich folgender Satz geprägt: Wenn du irgendwo gestolpert bist, ist gesagt worden, ah, da liegt der Jud begraben. Und dieser Satz hängt bei vielen älteren Menschen noch sehr stark im Gedächtnis. Und Stolpersteine in Kombination mit dem ist für diese Menschen schwer nachzuvollziehen. Und deswegen haben wir lange Diskussionen, intensive Diskussionen geführt, aber das Ganze war nicht möglich im Konsens zu verabschieden. Und deswegen sollten wir so lange die Finger davon lassen, solange wir diesen Konsens nicht gefunden haben. Vielen Dank, Herr Monatseder. Ja, so schnell geht's. Bald ist es schon 9. Und ich finde, Sie haben jetzt ziemlich schwer gearbeitet seit 7. Aber manchmal ist es so, ich weiß nicht, mal schauen, ob es heute zutrifft, dass die schwerste Frage am Ende kommt. Wenn Sie Revue passieren lassen, was heute Abend alles gefragt wurde, was Sie vielleicht vorher gefragt wurden, was Sie für Stimmungen wahrgenommen haben,
wie Sie sich vielleicht auch selbst in den letzten Wochen wahrgenommen haben? Was geht dann in Ihnen vor? Wir sind es von Politikern und Politikerinnen nicht gewöhnt, zuzugeben, dass sie irgendwo eine Lücke haben, dass sie irgendwo nacharbeiten müssen, dass sie sich ändern müssen. Aber genau das hätte ich gerne von Ihnen. Wo müssen Sie nacharbeiten? Wo müssen Sie eine klarere Haltung finden? Wo müssen Sie eine Lücke schließen? Sie sind dran. Ja, also ich denke, dass für den Wahlkampf sicher der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern einfach auch noch sehr viel mehr Zeit investiert. Also bei mir ist die größte Lücke, dass ich mir für die Familie sehr, sehr viel Zeit rausnehme, dass mir das einfach sehr wichtig ist, in den ersten Jahren mit meinem Sohn viel Zeit zu verbringen. Da werde ich Abstriche machen müssen. Ich glaube, dass bei mir die Vernetzung sehr gut ist innerhalb der Stadt. Ich sehe meine größte Lücke in der Partei, auch noch wenn ich mit der Partei den Wahlkampf mache, da einfach sehr viel mehr Zeit auch noch zu investieren für die Vernetzung. Ja, vielleicht auch offener zu sein für pfiffige Aktionen, die im Wahlkampf, in einem Parteienwahlkampf, wie wir ihn derzeit noch haben, noch notwendig sind. Ja, war die Frage jetzt speziell auf den Wahlkampf gemünzt oder grundsätzlich? Nein, das war eine ganz persönliche Frage. Ganz persönliche Frage. Ja, die privaten Defizite, die würde ich hier gerne nicht besprechen. Da bin ich ein bisschen eigen. Da würde der Abend vielleicht auch ein bisschen gesprengt. Also ich gebe zu, ich habe jede Menge Lücken und bin heilfroh, dass ihr nicht danach gefragt habt. Sonst wäre ich blöd dagestanden. Na, Spaß beiseite, das geht auch gar nicht. Die Stadtpolitik ist so vielfältig, das Spektrum ist so groß. Du kannst nicht alles wissen. Und wenn ihr mich anschaut, ich habe in der Stadtverwaltung bestimmte Bereiche zu bearbeiten. Die bearbeite ich, glaube ich, ganz gut. Aber wenn ihr mich in anderen Bereichen fragt, dann bin ich natürlich nicht so sattelfest bei der Beantwortung der Fragen. Aber ich glaube, gerade die Kunst eines Oberbürgermeisters besteht auch nicht darin, jedes Fachwissen zu reproduzieren, sondern die Kunst eines Oberbürgermeisters besteht darin, die Balance in der Stadtentwicklung zu finden und die gegensätzlichen Interessenslagen miteinander zusammenzufinden. Du bist als Oberbürgermeister, die Sabine hat es so nett gesagt, sie ist jetzt schon Moderatorin, als Oberbürgermeister bist du das natürlich erst recht. Also von daher ist es vollkommen klar, es gibt Lücken, das gebe ich freihändig zu und ich bin froh, dass ihr nicht danach gefragt habt. Also ich glaube, was heute Abend ganz klar geworden ist, dass wir Grünen thematisch eigentlich alle drei, wie wir hier vorne stehen, eigentlich schon sehr fit sind. Und das ist auch das, was uns Grüne ausmacht. Wir sind eine Konzeptpartei, wir kommen von den Themen. Dass wir vielleicht nicht immer wissen, wie viele Züge geplant sind, durch den S-Bahn-Tunnel zu führen, dass es nämlich nur 6 sind, Nikolaus. Das muss man nicht unbedingt wissen. Ja, also dazu hat man ja auch seine Fachexperten. Ja. Aber trotzdem, ich bin stolz drauf, in einer Partei zu sein, die so sehr viel Wert auf Inhalte legt. Und ich glaube, man hat heute Abend gesehen, dass wir zu allen Themen, alle drei, was sagen können und dass wir eine Haltung dazu haben und dass wir wissen, von was gesprochen wird. Also von daher werden wir da weiterarbeiten. Und ich glaube auch, dass keiner von uns hier sagen kann, dass er zu jedem Thema jede Aspekte und jede Zahl im Kopf hat. Das wäre fast schon unmenschlich, aber das ist auch nicht wichtig. Nein, aber was ich glaube, wo ich auch besser werden möchte, ist, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat jetzt in den ersten Monaten, was für eine tolle Partei wir sind, wie viele engagierte Leute, das haben wir in der dritten Stadtbahn gesehen. Wir merken es aber auch hier, ich habe es sehr stark gemerkt im Vorwahlkampf hier, dass wir sehr viele Leute haben und was ich denke, wo ich noch, ja, wo eine große Herausforderung ist, dass wir all die vielen Leute, die hier sich engagieren wollen, wie wir die wirklich erfassen und wie wir die, also, dass das Engagement und der Antrieb, der jetzt auch durch diese OB-Foren hoffentlich auch ein bisschen in die Stadt hineinwirkt, wie wir das eben greifbar machen. Wir sind eine Partei, die in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Wir haben sehr viele Mitglieder zu bekommen. Ich hoffe, dass das anhält. Ich hoffe, dass uns auch viel mehr Leute wählen. Und dazu braucht es eben die entsprechenden Strukturen und wir brauchen das entsprechende Ehrenamt, das wir irgendwo auch dann organisiert bekommen. Und da glaube auch ich,
dass das eine große Aufgabe ist für mich und für die gesamte Partei. Vielen Dank. Ich habe eigentlich gehofft, irgendjemand von Ihnen sagt, er müsste das Anzapfen üben. Aber das können wir ja beim nächsten Forum machen, oder? Aber mit wie vielen Schlägen? Oh? Okay, nächstes Forum, ein Fassel anzapfen, oder? Ja, vielen Dank, Sabine Nallinger, Nikolaus Hönning und Hepp Monatseder, für Ihren Mut, sich auf diesem Forum zu stellen. Ja, und das Stichwort Profil schärfen, was wir gerade hatten, nochmal ein bisschen nacharbeiten, überlegen, wo sind die Lücken. Das passt vielleicht ganz gut zu dem, was wir hier noch haben. Sie finden diese grünen Karten, ja? Da steht hinten drauf drei verschiedene Fragen. Da können Sie nochmal so richtig sagen, was Sie der Partei schon immer sagen wollten. Ja? Was noch besser werden muss. Was Sie sich wünschen für die Zukunft. Und diese Zettel, wenn sie ausgefüllt sind, diese Karten, die werden dann ausgewertet und der Vorstand wird nachher noch mal ein bisschen sagen, was dabei rausgekommen ist. Also fleißig ausfüllen, bitteschön. Und in der Zwischenzeit haben Sie, oder Sie haben Zeit dazu, während wir jetzt ein bisschen Spaß haben, hoffentlich, mit der Band Nichts zu verlieren. Wo ist denn ein Vertreter der Band? Haben wir da jemanden? Hey, hallo. So, pass auf. Hallo. Hallo. Servus. Okay, wer bist du? Darf ich du sagen? Ja, na selbstverständlich. Also, wer bist du? Also, mein Name ist Alexander Adler. Ich bin Deutsch-Sinti, wohne im Münchner Norden. Stehe hier vertreten für den Verein Ghetto Kids Soziale Projekte e.V. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir im Rahmen mit den Grünen zusammen hier für Sie was auf die Bühne stellen. Und Politik interessiert uns, uns alle da hinten. Und es gibt Parteien, die das abgreifen, die da hinten was machen. Und es gibt die Leute, die Interesse haben. Man muss da nur mal hinkommen. Und dazu werde ich auch noch was sagen. Unser erster Song, nämlich, wenn meine Kollegen hier hochkommen, der heißt Alles Theorie. Es klingt immer alles so gut. Und wir wollen auch gern alles glauben, was man uns so erzählt, gerade hinten im Norden, wo wir die Probleme haben. Aber doch oft ist es so, dass es leider alles nur Theorie ist. Wir wissen, was wir tun müssen. Und wir hoffen auch, dass das jeder verstanden hat, der sich unsere Probleme annimmt. Nur ein genaues Wie und wie man das angehen will und wann, das bekommen wir leider nie. Und im Nachhinein ist es ja dann doch so, dass die Versprechen oft gebrochen werden. Bei den Grünen allerdings noch nicht. Und deswegen haben wir da noch ganz, ganz große Hoffnung. Kommen Sie rein, wir haben Interesse. Ja, ich sehe schon. Also, ihr übernehmt die Bühne und yeah. Viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß mit Nichts zu verlieren. Yeah. So. So. Test. Also, wir nennen uns Nichts zu verlieren. Ah, da geht's schon los. Okay, alles Theorie. Weil es oft so ist. Okay. Kriege sind Geschichte, alle Panzer stehen still. Für den Frieden gibt's eine Liste, auf die jeder Herrscher will. Waffen gibt es keine und schon gar nicht nuklear. Weiß denn irgendeiner, was der Sinn von Waffen war? Wenn zwei Staaten sich mehr streiten, kann Vernunft die beiden leiten. Es kommt nicht mehr so weit, dass die zwei am Ende fighten. Du musst nicht mehr verloren daneben stehen, zusehen, wie Diktatoren ihren Leuten das Leben nehmen. Das gibt's schon lang nicht mehr, auch Gefängnisse sind leer. Es gibt keine Kriminellen, keiner muss mehr was anstellen. Für die Freiheit auf der Welt gibt's schon eine Garantie. Aber leider bleibt das alles, yeah, alles Theorie. Okay, haha. Solange wir nur reden ohne
etwas zu verändern. Solange wir noch reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frage mich mal im Ernst, fangen wir endlich damit an. Solange wir noch reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frage mich mal im Ernst, fangen wir endlich damit an. Jeder hält sich ans Gesetz und die Großen nicht zuletzt. Gleiche Taten, gleiche Strafen, ein Vorteil kann sich nicht verschaffen. Wer berühmt ist oder reich, vor Gericht sind alle gleich. Politik sagt nur die Wahrheit, jeder kriegt eine warme Mahlzeit. Hier muss niemand Hunger leiden, der Staat weiß das zu vermeiden. Es wird fleißig unterstützt, das Geld wird nie gekürzt. Auch für Bildung lässt man sorgen, für die Generation von morgen. Firmen zahlen fleißig Steuern, denn so ein Traumstaat ist auch teuer. Der Große hilft dem Kleinen und der Starke hilft dem Schwachen. Keiner steht alleine und zusammen wird man schaffen die totale Harmonie. Aber Fakt ist, in der Praxis bleibt das alles, yeah, alles Theorie. Solange wir nur reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives gut durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frage euch mal im Ernst, dann fangen wir endlich damit an. Solange wir nur reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives gut durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frage euch mal im Ernst, dann fangen wir endlich damit an. Wir scheuen keine Kosten, bringen den Frieden in den Nahen Osten. Wir spenden alle Geld und stillen den Hunger auf der Welt, auch gegen Armut hier im Land. Reichen wir uns stets hier an, sind alle Multikulti und furchtbar tolerant. Auch die Politik tut das Beste, was sie kann. Gibt es Probleme im Land, packt sie an. Denn es geht hier nicht um Macht, um Geld, sondern um den Frieden auf der Welt. Wir schützen die Natur, kennen keine Diktatur. Jedes Gericht verteilt nur Strafen, die der Täter auch verdient. Jeder Mensch ist gleich, auch wenn man das nicht sieht. Das klingt doch alles wie das Paradies aus der Bibel. Alles so naiv und trotzdem so plausibel. Doch erleben meiner Welt voller Bosheit, voller Schmerzen. Dabei haben wir doch alle dieses Bild in unseren Herzen. Die Welt ist, wie sie ist. Und anders war sie nie. Egal wie schön es klingt, es bleibt doch alles. Alles Theorie. Solange wir nur reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives gut durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frag euch mal im Ernst, fangen wir endlich damit an. Solange wir nur reden, ohne etwas zu verändern, zieht sich Negatives gut durch unsere Städte und die Länder. Ich höre euch immer sagen, was man ändern soll und kann, doch ich frag euch mal im Ernst, fangen wir endlich damit an. Yeah. Okay, nicht zu verlieren. Yeah. Okay. Dankeschön. 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 Also, zu dem Titel noch. Er heißt Alles Theorie. Es ist nicht so, dass wir glauben, dass alles sich nicht ändern lässt. Es ist nur bisher so oft passiert. So, jetzt zu meinem Spickzettel. Und zwar haben wir als nächstes einen Song im Petto, der davon erzählt, wo wir herkommen, aber auch, wo wir hinwollen. Über die Hoffnung und den Weg, den man eventuell nehmen kann, um da hinzukommen. Der heißt Einmal und beginnt jetzt. Yeah. Wollt ihr mal mit meinen Augen sehen, zu versuchen zu verstehen, warum Leute wie ich nicht nach vorne gehen? Dann legt mal alles ab, was ihr habt, kommt per Kraft zu uns herab, mit großen grauen Mauern. Versperrt jetzt eure Wege, lasst nur einen offen, ganz weit hinten in der Ferne, nehmt keine guten, sondern einen kleinen. Bepackt diesen nur mit Felsen, nur mit Steinen, mit Hindernissen, die einfach so erscheinen. Richtig ist dein Bild, ist der Weg jetzt kaum noch zu erreichen. Deine Freunde nehmen den falschen Weg nach unten, nimm erst einmal den gleichen. Denn erst später musst du mit schwerem Herz begreifen, dass eure Wege nun abweichen. Du musst dein Leben aufgeben, um nach Gleichheit zu streben. Mit Segen, von Wegen, auf schmalen Wegen bewegen, mit Belegen belegen. Um dein Leben zu leben, sich dem Umstand ergeben, zwischen Welten zu schweben, dem ständigen Fallen oder ewigen Beben. Aber im Endeffekt musst du selbst entscheiden, ob du fällst, denn der Teufel kann nur sagen, springen, springen musst du selbst. Weißt du überhaupt, wie es ist, wenn du am Boden bist und nicht mehr weiter weißt, das Leben deine Hoffnung frisst, du findest keinen Weg aus dem Sumpf des Lebens. Alle Versuche, die du tatst, waren vergebens und du trotzdem immer guten Mutes sein musst. Kämpfe immer weiter, sonst besiegt dich der Frust, denn irgendwann kommt der Punkt in deinem Leben, wo es sich verändert. Und da musst du alles geben. Nicht nur da sein, sondern auch nach höherem streben. Glaub an dich, versuch zu verstehen. Du bist nicht allein, es gibt zumindest ein paar Menschen, die dir zur Seite stehen. Also fang an, gib dir einen Ruck und du wirst sehen, auch wenn es nicht so scheint, wie die gleiche Straße gehen. Einmal kommt auch unsere Zeit. Wir waren ein Leben lang gewartet, waren von Anfang an bereit für unseren Weg ins Licht. Wir haben unser Ziel geplant und schon so lange gut in Sicht. Einmal führt auch unser Weg ins Licht. Für uns wird es keine Umkehr geben, denn auf Geben gibt es nicht. Einmal, denn auf Geben gibt es nicht.
Ich bin zu Hause, schaust im Fenster raus, seh den Schnee, es tut weh, die Kälte in mir lebt, hat das Leben meinen Sinn, weiß nicht, wo ich bin, geh durch den hohen Schnee, weiß nicht, was ich seh, es ist alles weiß, man hört da auf, dieser Scheiß, hab Schmerzen im Herzen, kein Bock zu scherzen, wo es die Sonne siehst, verschwunden in mir sind, tiefe Wunden kann nicht mehr, es ist so kalt, bitte komm und gib mir Halt, ich brauch dich, sonst schaff ich's nicht, hol mich zurück, schenk mir Glück, steck Hoffnung in mich, fühl mich zum Licht, lass mich sehen, was es heißt, wieder zu leben, es nicht nur zu schaffen, sondern auch zu raffen, seinen eigenen Wert zu schätzen, sich dem Schlechten widersetzen, leben ohne Wut, ohne Schmerz, ohne Leiden, ohne dieses Hass zu vermeiden. Hab Spaß, Zeit, Freude, Liebe und Gefühl, komm und geh an dein Ziel. Ein Leben wie ein Erdbeben, von wegen Lebenssegen, das System verwegen, sich auf unserer Ebene zu bewegen, statt höher zu schweben, wird man sich hingegen eher auf die Fresse legen, sich die Flügel verbiegen, beim Versuch mal zu fliegen. Du setzt an zum großen Sprung, mit dem Abgrund vor den Augen, und du schaffst zur anderen Seite, aber du musst daran glauben. Hab das Ziel fest im Blick und vertrau auf dein Glück, lass die Zweifel hinter dir und geh endlich durch die Tür, die dich in dein Leben führt, dass dir was Besseres gebührt, hast du immer schon gespürt. Endlich hast du es in der Hand, renn dich an gegen eine Wand, such dir einen anderen Weg, denn sonst ist es bald zu spät. Der Zug ist dann abgefahren und die Chancen sind vertan. Einmal kommt auch unsere Zeit, wir haben ein Leben lang gewartet, waren von Anfang an bereit für unseren Weg ins Licht. Wir haben unser Ziel geplant und schon so lange gut in Sicht. Einmal führt auch unser Weg ins Licht, für uns wird es keine Umkehr geben, denn auf Geben gibt es nicht. Einmal, denn auf Geben gibt es nicht. Einmal kommt auch unsere Zeit, wir haben ein Leben lang gewartet, waren von Anfang an bereit für unseren Weg ins Licht. Wir haben unser Ziel geplant und schon sehr lange gut in Sicht. Einmal führt auch unser Weg ins Licht, für uns wird es keine Umkehr geben, denn auf Geben gibt es nicht. Einmal, denn auf Geben gibt es nicht. Yeah, aufgeben gibt es nicht. Okay. Dankeschön. Der dritte Song ist ein Song, der uns sehr am Herzen liegt. Ist heute auch schon mal thematisiert worden. Und zwar geht es gegen Rassismus, der in der Form, wie er heute da ist, schon lange nicht mehr da war. Und wir im Norden spüren ihn konkret und direkt. Und er ist da. Und die sind die, die dort hinten sind und Wahlkampf machen. Jeden Tag. Ich erzähle ich eine Geschichte voller Trauer, Wut und Hass. Eine Geschichte voller Liebe, Geborgenheit und Spaß. Erzähl von der Familie, der man nahm, was sie besaß. Und vom jüngsten Sohn, denn für ihn war es besonders krass. Einer nach dem Dreikern, seine Mama in sein Zimmer sagte, schnell, zieh dich an, es wird hier immer schlimmer. Wir können hier nicht mehr bleiben, zwischen Armut und den Trümmern. Wir verlassen dieses Land, jetzt für immer. 10 Minuten später rennen sie nachts durch den Wald. Der Sohn weiß nicht, was los ist, er hat Angst, in ihm ist kalt. Auf einmal wird es hektisch, jemand stoppt sie und ruft Halt! Erschießen seinen Vater, nehmen die Mutter in ihre Gewalt. Er rennt sofort los, seine kleine Schwester an der Hand. Zum Trauern bleibt jetzt keine Zeit, das wäre zu riskant. Sie müssen sich beeilen, also jetzt wird schnell gerannt. Denn das Ziel ist nicht mehr weit und heißt Deutschland. Viele Jahre später, das Kind ist jetzt ein Mann. Ein emotionales Wrack, weil er nicht vergessen kann. Ja, dass er nicht aus Deutschland kommt, ja, das sieht man ihm an. Und nur das interessiert euch und deshalb ist er dran. Denn seine fremden Züge und seine schwarzen Haare, ja, die machen euch verrückt. Die bringen euch in Rage, ihr wisst nicht, was er erlebt hat. Ihr kennt nicht seine Lage, doch dass er nicht gehört, ist für euch keine Frage. Von euch als Belohnung für sein hartes Leben wird er gejagt, tief beleidigt, geschlagen und getreten. Er will nur endlich Frieden, um nicht mehr hat er gebeten. Ist das zu viel verlangt, kann man ihm diesen denn nicht geben. Wenn Hass entzweit, wenn die Seele schreit, wenn man nicht mehr kann, wenn das Herz laut weint, wenn dich Wut zerfrisst, weil jemand anders ist, dann musst du dafür sorgen, dass du nicht vergisst. Egal ob schwarz, egal ob weiß, egal ob arm, egal ob reich, egal ob farbig, egal ob bleich, tief in unserem Herzen sind wir alle gleich. Kann doch nicht sein, dass in der heutigen Gesellschaft das Thema Rassismus noch immer diese Kraft hat. Es ist doch egal, ob nun Bauer oder Ölscheich, egal welche Rasse, wir sind doch alle gleich. Wieso entstehen Probleme mit den eigenen Nachbarn? Nur weil diese eine andere Religion haben, nur weil sie ihr Leben anders leben wie wir, macht doch 2 plus 2 bei ihnen auch 4. Glaubt doch nicht dieser miesen Propaganda, steht endlich auf und haltet zueinander. Für den Kampf gegen den Rassismus, mit der Zeit des Hasses, ist unendlich Schluss. Wenn der Krieger in uns einmal aufsteht, ist es schon zu spät, bis ihr endlich versteht, welchen Sturm ihr erntet, wenn ihr weiter eure Saat seht. Wir halten zusammen, zeigen euch, wie es geht. Wenn Hass entzweit, wenn die Seele schreit, wenn man nicht mehr kann, wenn das Herz laut weint, wenn dich Wut zerfrisst, weil jemand anders ist, dann musst du dafür sorgen, dass du nicht vergisst. Egal ob schwarz, egal ob weiß, egal ob arm, egal ob reich, egal ob farbig, egal ob bleich, tief in unseren Herzen sind wir alle gleich.
Die Rechten der Nation sind wie eine Infektion. Der Verstand, ignorant, deine Schande für das Land. Haben einfach nicht erkannt, dass ihr geblendet werdet, nur verwendet werdet. Dabei liegt es auf der Hand. Ihr hasst alle anderen und seid selbst im Unrecht. Eure Propaganda ist nur falsch und unecht. Dieser braune Sumpf ist das Geschwür der BRD. Und wir finden No-Go-Areas sind einfach nicht okay. Meistens muss ich lachen, wenn ich Nazi-Affen sehe. Aber eigentlich doch traurig, dass die Lüge überlebt. Yeah. Der Hass, den ihr verbreitet und der eure Köpfe leitet, der ist nicht nur bescheuert, sondern bringt euch auch nicht weiter. Es werden Zeiten kommen, wo das Volk euch nicht mehr duldet. Dann werdet ihr bezahlen für das, was ihr Deutschland schuldet. Ihr habt so vielen Menschen so viel genommen, aber euer Ende naht und ihr seht es nicht mehr kommen. Wenn Hass entzweigt, wenn die Seele schreit, wenn man nicht mehr kann, wenn das Herz laut weint, wenn dich Wut zerfrisst, weil jemand anders ist, da musst du dafür sorgen, dass du nicht vergisst. Egal ob schwarz, egal ob weiß, egal ob arm, egal ob reich, egal ob farbig, egal ob bleich, tief in unseren Herzen sind wir alle gleich. Egal ob schwarz, egal ob weiß, egal ob arm, egal ob reich, egal ob farbig, egal ob bleich, tief in unseren Herzen sind wir alle gleich. 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 Yeah. Dankeschön, 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 Dankeschön. So. Der vorerst letzte Song geht um das schöne Viertel, über das wir gerade noch gesprochen haben, den Münchner Norden an sich. Es gibt aber nicht nur dieses Negative in diesem Viertel, sondern wer dort aufgewachsen ist und dort lebt, der liebt es dort, der will da auch nicht weg. Und jetzt erzählen wir euch warum. Song 4, Hasenbergl. Yeah. Ich liebe dieses Viertel, dulde keinen Kommentar. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Aufgewachsen bin, wo ich lebe, wo ich lieb, wo mein Herz und meine Wunden sind. Der Ort, für den ich lebe und ich brenne, den ich brauch, den ich schütze, für den ich kämpfe und Heimat nenne. Der Ort, wo ich daheim bin und ich jeden Menschen kenne. Der Name ist Mythos und der Mythos ist schon cool. Wenn du hier ein paar ausmaukelst, bist du selber daran schuld. Hier ist keiner, der sich wichtig macht, großen Gangster-Meme. Wenn du trotzdem eine drauf kriegst, hast es auch verdient. Bei uns gibt es keine Gangs, keinen Platz und keine Clips. Wer sich in Deutschland nur so nennt, ist für uns nur ein Witz. Bei uns hält man zueinander, ganz egal woher man ist. Der Weiße hilft dem Schwarzen und der Moslem hilft dem Christ. Toleranz und Perfektion, sag ich euch, damit ihr es wisst. Und keine Frage hier, warum, weil das bei uns nun mal so ist. Bezirk 24 oder 80933, München, Tor, Norden oder Feind der Polizei. HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Bezirk 24 oder 80933, München, Tor, Norden oder Feind der Polizei. HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Hasenbergl ist immer mehr als nur ein Wort. Als Kind hat man mir gesagt, meide diesen Ort. Ich habe dann gefragt, wieso, was ist denn dort? Sie erzählten mir Geschichten von Dieben und von Mord. Doch dann kam der Tag, an dem ich jemand von dort traf. Er war kein Monster, keine Bestie, war ein Mensch und ganz normal. Er war freundlich, er war höflich, gut erzogen, allemal. Seitdem sag ich immer, ich sag es dir nochmal. Ein Viertel ohne Gleichen, doch man kann es nur begreifen, wenn die Vorurteile weichen und die eigenen Bilder reifen. Man kann es nicht erklären, man kann es nicht verstehen, man muss es einfach fühlen. Und man muss es einfach sehen. Kommt doch einfach rüber, seht es euch erstmal an. Macht euch ein eigenes Bild, ihr werdet sehen, dass ihr dann Vorurteile schnell vergesst und man dann irgendwann kapiert und versteht, dass man hier friedlich leben kann. Bezirk 24 oder 80933, München, Tor, Norden oder Feind der Polizei. HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Bezirk 24 oder 80933, München, Tor, Norden oder Feind der Polizei. HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Sagt es immer stolz, egal woher. Das ist ein Viertel, wenn man da aufwächst. Man lernt dort fürs Leben richtige Freundschaft. Und wenn man bei uns jemanden nicht mag, dann weil er ein Idiot ist. Und nicht, weil er eine andere Religion hat oder einen anderen Glauben oder sonst was, sondern einfach, weil er ein Idiot ist. Yeah. Okay.
Angst vor diesem Viertel, doch habt es noch nie gesehen. Es schwingt nur große Reden und könnt uns niemals verstehen. Man will raus aus den Problemen, aber niemals weg von mir. Denn wenn es hart auf hart kommt, hält nur ein Viertel zu dir. Nur eins gibt dir Kraft, gibt dir Stärke, gibt dir Mut. Du saugst es in dich auf und da fließt es durch dein Blut. Hier lernt man für das Leben, was man anderswo nicht weiß. Warum man zueinander hält, was wahre Freundschaft heißt. Es ist nicht nur ums Viertel, es ist mehr die Art zu leben. Wer hält wirklich etwas drauf hat, hat sich nötig anzugeben. Sie sind nicht aus den USA. Manche Menschen hier sind unberechenbar. Hier zu leben war bis heute für mich einfach wunderbar. Ich liebe dieses Viertel, dulde keine Kommentar. Wenn ihr es immer noch nicht glaubt, dann bleibt besser zu Haus. Denn wenn ihr uns beleidigt, geht das sicher nicht gut aus. Kommt nur zu uns, wenn ihr offen dafür seid. Wir suchen keinen Ärger und wir wollen keinen Streit. Angst und Vorurteile werden euch hier genommen. Und wenn ihr mit einem Lächeln kommt, dann seid ihr auch willkommen. Bezirk 24 oder 80933, München, Zorn, Norden oder Feind der Polizei, HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Bezirk 24 oder 80933, München, Zorn, Norden oder Feind der Polizei, HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Bezirk 24 oder 80933, München, Zorn, Norden oder Feind der Polizei, HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Bezirk 24 oder 80933, München, Zorn, Norden oder Feind der Polizei, HSB, Bunny Hill, 45 oder Holz, sagt es wie ihr wollt, aber sagt es immer stolz. Yeah. Hoho! Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So. Das Wort hat nun. So. An wen gehen wir jetzt ab? Wir hätten da noch was im Petto. Okay. Okay, Nummer 5. Nichts zu verlieren. Ist einfach nur eine Hymne auf uns. Mehr gibt's gar nicht. Okay. Okay, hier darf man auch klatschen. Wenn ich mit meinem Rass beginne, hypnotisiert euch meine Stimme, eure Augen werden schwer und auf einmal wollt ihr mehr. Ich fang an, die Beat zu zählen, gehorcht meinen Befehlen, wie im Traum wippen die Beine, plötzlich seid ihr ganz allein. Alles andere wirkt vernebelt und beäselt von den Nebel. Verschwommen sind Zeit und Ort und ihr hört nur auf mein Wort, könnt ihr bar nicht widerstehen, also lasst euch einfach gehen. Ich halt euch in meinen Händen, dieser Band wird niemals enden. Kontrolliere euer Wesen, kann eure Gedanken lesen, kann euch einfach so bewegen, denn ich ziehe alle Fäden. Habt ihr es jetzt gecheckt? Ihr könnt uns nicht widerstehen, und auch wenn ich euch erweckt, bleibt ihr einfach so bestehen. Alles klar, so wird's gemacht, also dann, aufgewacht. Tauchen wir wo auf, sind die Leute uns verfallen. Sprichst du von allen? Ja klar, denn ich hab noch keinen gesehen, der es schafft zu widerstehen. Aha, na das wollen wir doch mal sehen. Beweise könnt ihr haben. Seht ihr diesen Laden voll mit Leuten, die nur warten, dass wir unsere Party starten. Hey, die Künste kann man warten. Ja, ich kann's euch garantieren. Na dann lasst es uns probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr könnt euch amüsieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr müsst euch nicht genieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr solltet das probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren, nichts zu verlieren! Nun bin ich an der Reihe, ich hoffe, ihr seid nun bereit. Jetzt wird richtig gefeiert, Schluss mit der Eintönigkeit. Wir kommen heute hier zusammen, präsentieren unsere Lieder, die aus unserer Fürde stammen, die von euch in die Glieder. Ihr fangt an zu tanzen, lasst euch vom Beat treiben, taucht ein in die Bewegung, lasst die Partystimmung sein. Denn ihr habt nichts zu verlieren und ihr könnt euch gratulieren, dass wir eure Party schmeißen. Nun fragt nicht, was soll das heißen? Wir sind die Superhelden, was die Party angeht. Ihr müsst uns einfach rufen, wir kommen sicher nicht zu spät. Das Mikro geht zu Tauschen, es geht aber richtig ab. Dank der Magie, die ich beschworen hab. Wieder auf sind die Leute uns verfallen. Sprichst du von allen? Ja klar, denn ich hab noch keinen gesehen, der es schafft zu widerstehen. Aha, na das wollen wir doch mal sehen. Beweise könnt ihr haben. Seht ihr diesen Laden voll mit Leuten, die nur warten, dass wir unsere Party starten? Hey, die Künste kann man warten. Ja, ich kann's euch garantieren. Na dann lasst es uns probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr könnt euch amüsieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr müsst euch nicht genieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr könnt es berühren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Entschuldigt mich, ich bin so frei. Ich lade euch zu einer Party ein. Wir trinken rum, wir trinken Wein. Am Abend darf kein Zögern, lass dich drauf ein. It's Party Time. Ich weiß, was ihr wollt und ich hab, was ihr braucht. Gute Rhymes, geilen Beat und wir rauchen. Guten Style haben wir auch, das war nicht alles. Set doch rein, Trau, viel Schlaf, wenig Schlaf, nehmen wir in Kauf, lehn dich zurück. Hör mir zu, jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf. Gekommen, um zu retten, gesegnet sich mit Rappen. Sprengt ihr eure Ketten, die euch hindern, die euch fesseln. Und wenn jemand versucht, mich aufzuhalten, werde ich beginnen, ihn auszuschalten. Oder ist er einfach, hey, say, move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Say, move, bitch,
Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Yeah! Auf sind die Leute uns verfallen. Sprichst du von allen? Ja klar, denn ich hab noch keinen gesehen, der es schafft zu widerstehen. Aha, na das wollen wir doch mal sehen. Beweise könnt ihr haben. Seht ihr diesen Laden voll mit Leuten, die nur warten, dass wir unsere Party starten? Hey, die Könnte kann man warten. Ja, ich kann's euch garantieren. Na dann lasst uns das probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Solltet ihr das probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr müsst nicht genieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Ihr solltet das probieren, denn ihr habt nichts zu verlieren, nichts zu verlieren, nichts zu verlieren. Yay, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nichts zu verlieren, super. Vielleicht habt ihr nachher noch einen kleinen Rausschmeißer für uns. Auf jeden Fall erstmal, wir wollen es wissen. Also ich will es auch wissen. Wo ist denn unser Stadtvorstand? Oh, da zieht sich schon die Jacke an. Ja, eben. Man möchte nicht so gern schlottern. Was will das Volk? Was ist rausgekommen bei der Auswertung dieses schönen grünen Zettels, Fragebogens? Alles klar, dann zu den Themen, die in München wichtig sind. Das ist eine perfekte Überleitung zum zweiten Forum am Montag, wo es um die Boomregion München geht. Was den Leuten wirklich am Herzen liegt, sind die Themen Wohnen, Verkehr, sozialer Zusammenhalt, aber auch wie es mit den Kreativwirtschaften und mit den Studierenden geht, die Wachstumsfrage. Wir haben auch so ein schönes Thema, aber auch wir müssen uns mehr um die Sperrmüllwiederverwertung kümmern. Und Frauenpolitik und die innerparteiliche Beteiligung sind so die Hauptthemen. Super, und was noch? Ja, die zweite Frage war ja das, was können die Grünen in Zukunft noch mehr oder noch besser machen? Und da wurden zum einen verschiedene Themen genannt, wie die Friedenspolitik oder mehr Klimaschutzpolitik, dass das für viele wichtig ist. Dann wurde auch genannt, mehr Frauen ohne Hotpants, wird sich gewünscht. Daran vielleicht gut anpassend, dass wir Grüne weiter oft auch gegen den Mainstream sein sollen und unser Profil weiterhin so stark halten, Kante zeigen, Aufbruch, mal auch was Neues wagen. Auch der Wunsch, die stärkste Fraktion zu werden. Ich meine, ganz ehrlich, dann geht alle wählen. Und was mich besonders gefreut hat, jemand hier im Raum hat sich gewünscht, die Grünen sollen mehr Mitglieder bekommen. Da kann ich jetzt als Mitglied im Stadtvorstand natürlich sagen, finden wir super, Anmeldeformulare gibt es da hinten. War noch was unter der Rubrik, was Sie uns schon immer mal sagen wollten? Ja, da gibt es eine Menge Dinge. Und zwar, was viele Leute gesagt haben, ist, dass wir wieder mutiger sein sollten, offensiver für unsere Ziele und Inhalte eintreten sollen, dass wir uns trauen sollen. Weniger Bürokratie auch zu machen und ganz interessant, kontrovers hier, bringt es auf den Punkt, auf den Zetteln, einige Leute wünschen sich ein Plastiktütenverbot und andere sagen, wir sollen keine Neinsagerinnenpartei werden, also wir werden versuchen, diesen Konflikt aufzulösen, aber was auch jemand auf den Zettel geschrieben hat, ist, dass es Spaß mit uns macht und das finden wir natürlich toll. Genau. Dann wurde hier dieses Forum gelobt und vor allem, dass es einen Livestream gibt. Und das möchte ich jetzt vielleicht gleich mal die Gunst der Stunde nutzen und um einen großen Applaus für die Netzbegrünung danken, die das so toll gestreamt haben ins Internet. Und dass auch online viele Fragen gestellt wurden, haben wir ja gesehen. Der Thomas Pfeiffer hat ja unseren Online-Moderator gemacht und wir werden diese Veranstaltung natürlich auch online hochladen morgen. Das heißt, alle, die jetzt das nochmal anschauen möchten, weil sie sich vielleicht noch ein paar Sachen genau angucken wollen, haben die Möglichkeit. Genau. Und vielleicht schließe ich ab mit dem Zitat, was jemand geschrieben hat. Der hat geschrieben, ich als Nicht-Parteimitglied möchte euch sagen, Doppelpunkt, schön, dass ihr Foren veranstaltet. Ja, kann man zum Schluss nur sagen, tolle Vorbereitung, tolle Bewerber und Bewerberinnen, tolles Publikum. Vielen Dank. Und das letzte Wort heute
hat unsere Band. Wo ist sie denn? Hat sie noch ein Lied? Jawohl! Okay, der letzte Song, Nummer 6 auf der CD, ist ganz simpel. Der heißt Party Time, es geht um Party Time und wir reden über Party Time. Okay, los geht's. Okay. Da darf man ruhig auch mal klatschen oder so. Alle hier im Haus, die hier sind heute Nacht, mach mal richtig Krach, wäre doch gelacht, wenn wir mit unserer Kraft im wohlbedachten Rap fragt, im voller Gerät brav, wie aufgebracht, hier nicht tanzen, bis das Haus dacht, denn mich buchstabiert man große Zellen, große Six, und rappen kenn ich gute Tricks, wie ich bin Alex da. Das, was ihr hört, ist kein Beben, ist der Bass von dem Beat, den wir aufwägen, wann die Sterne neu ordnen, die Massen bewegen, ein neues Level erreichen, neue Sphären betreten, den Start machen wir hier an diesem Tag. Leute, macht mal mit und macht jetzt, was ich sag. Der Beat ist euer Chef, CO3, 2 und sie netz, Hände in die Luft, Schwung von links nach rechts, so ist rechts echt nicht schlecht. Und jetzt macht man so, gibt ein Hey, gibt ein Ho. Hey, Ho, Hey, Ho. Zu unserer Show, oh, direkt aus dem Münchner Ghetto, oh, das gibt es sonst nirgendwo, oh, jetzt feiern wir mit Niveau, oh, wir feiern hier heute die ganze Nacht, wir haben für euch Party Beats mitgebracht, die Luft steht in Flammen, denn wir haben sie entfacht, jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht, wir feiern hier heute die ganze Nacht, wir haben für euch Party Beats mitgebracht, die Luft steht in Flammen, denn wir haben sie entfacht, jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht. Ja, Leute, was geht ab? Was die im Haus, ich zeig euch, was ich hab. Jetzt wird gefeiert, aber nicht zu knapp. Die Party ist im vollen Gange, macht nicht schlapp. Also raus auf den Dancefloor, weg mit dem Trauerflor, denn heute geht die Party und die Party geht ab. Ich will euch tanzen sehen, was scheiß auf dein Leben. Scheiß auf, was der andere denkt, da musst du nichts aufgeben. Also shake your ass, watch yourself, shake your ass, show me what you got, ja. Das ist der Beat, der dich packt, dein Puls, wie du merkst, schlägt genau im gleichen Takt. Du bist der King auf dem Dancefloor. Was geht ab, denn du hast es einfach drauf und das ist Fakt. Willkommen zu unserer Show, oh, direkt aus dem Münchner Ghetto, oh, das gibt es sonst nirgendwo, oh, jetzt feiern wir mit Niveau, oh. Wir feiern hier heute die ganze Nacht, wir haben für euch Party Beats mitgebracht. Die Luft steht im Flammen, denn wir haben sie entfacht. Jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht. Wir feiern hier heute die ganze Nacht. Wir haben für euch Party Beats mitgebracht. Die Luft steht in Flammen, denn wir haben sie entfacht. Jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht. Die Lunte brennt, der Funke rennt. Ich bleib nicht schmuckig, es macht Boom und Bang. Unser Rap-Feuerwerk ist gezündet. Wie schon lange angekündigt, gehen wir endlich an den Start. Und einmal voller Fahrt ist der Ghetto zu euch hart. Empfährt aus unseren Köpfen in neue Trommelfell, um ihn jetzt noch aufzuhalten. Ist das schon zu schnell? Also Schluss mit dem Widerstand. München außer Rand und Band der Party hier im ganzen Land. Deutschland auch genannt. Euch tritt unser Style in den Kopf wie ein Pfeil. Legolas und Robin Hood, hört man nicht mal zu gut. Unsere Show geht nie daneben. Drum ist Widerstand vergeben. Willkommen zu unserer Show, oh, direkt aus dem Münchner Ghetto, oh, das gibt es sonst nirgendwo, jetzt feiern wir mit Niveau, wir feiern hier heute die ganze Nacht, wir haben für euch Party Beats mitgebracht, die Luft steht in Flammen, denn wir haben sie entfacht, jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht, wir feiern hier heute die ganze Nacht, wir haben für euch Party Beats mitgebracht, die Luft steht in Flammen, denn wir haben sie entfacht, jetzt wird getanzt, bis das Haus hier kracht. Yeah! Dankeschön! Danke! Yeah! Hat Spaß gemacht! Dankeschön! Vielen Dank! Danke!